Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal mit NS22 auf der Map Galgenberg. Hier ein kleines Zwischenvideo zum Thema Hackschnitzel. Ja, auch hier wieder das typische Ding mit dem Lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Noch am Hinfahrt, auf der Hinfahrt habe ich es noch hier gesagt. Ich bin von mir selber wieder mal erschüttert. Was soll ich sagen? Ja, also, man kann die nur in der Heutrocknung verkaufen, in Anführungsstrichen, wir benutzen sie ja, oder am Fackelhaufen. Das heißt, wir fahren gerade zum Fackelhaufen. Ich möchte das nämlich mal wissen. Es ist bombastisch, oder? Ja, wo ich eben wieder mal stehen geblieben war, waren die Eier an Ostern. Ostereinkäufe, ganz schlimm, schlimm, schlimm. Ja, und dann, also ich meine, ich färbe ja keine Eier und backe auch nicht großartige. Meinst du, was ich backe, ist Steak und sonstige Leckereien, die in die Richtung gehen. Natürlich auch mal ein Auflauf und was Gemüse, natürlich auch. Aber, ja. Hier kann ich wieder mal ja, nur sagen, welcher Karton ist leer? Oder ist nicht Karton? Wir reden hier von einer Palette, ja, von einer Europalette. Ich weiß nicht, wie so Pakete da reingehen. Keine Ahnung. Ich muss aber kämpfen, Junge. Ist der im ersten Gang unterwegs? Mit dem großen Getriebe, oder? Ja. Hier kann ich wirklich Nummer 1 wieder mal sagen. Die ganze Europalette wie leer gefegt. Und die teuren Eier, die bleiben liegen. Weiß ich nicht, was ich sagen soll dazu. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Nochmal. Bin ich jetzt falsch gefahren? Nein. Nein. Ich hätte weiterkommen müssen. Ich fahre jetzt mal hier rein. Ich glaube, der Weg geht zwar nicht bis ganz zum Ende, aber ich hoffe doch. Manchen Sachen da. Aber das seht ihr mal. Aber die teuren Sachen bleiben liegen. Ich frage mich dann, was passiert mit dem ganzen Zeug. Ja? Jetzt habe ich hier gelesen, dass so verschiedene Discounter halt hier so Tüten günstiger machen. Ja? Da kloppen sich die Leute drum. Da frage ich mich, welche Leute sich dort kloppen, ja? Also ich wünsche ja keinem, der da irgendwo in sozialer Not ist. Aber es kloppen sich meistens immer nur die, die Groschen alle haben. Etwa eine. Jetzt machen wir das mal trotzdem. Wir fahren hier mal durch. So. Jetzt müssten wir hier hochfahren. Boah, jetzt kämpft er. Ich finde das schlimm. Wie das heutzutage läuft. Aber naja, so war es schon immer. Sehr, sehr bedenklich. Ja, jetzt hier zum Thema Hackschnitzel. Ja. Wie habe ich es rausgefunden? Ja, einmal im Verzeichnis. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst im Verzeichnis geguckt, ich bin aus dem Spiel raus. Habe mir beim Juri nochmal eine Anleitung hier durchgeguckt, ja, auch bei YouTube. Man muss sich immer irgendwie helfen, das ist leider so im Leben. Ne? Macht man ja auch im normalen Leben auch und hier ist auch so. Ja, war ich baff. Habe ich auch, dann bin ich hier in das Menü rein. Ja, jetzt denke ich, aber du bist auch wieder so ein Hirsch. Guckst da rein, steht ganz dick Ankauf und Verkauf. So, ja, wir haben noch ein bisschen. Ich bin immer etwas vorsichtig. Jetzt haben wir hier die Biogasanlage. Ja, ist alles schön gemacht, definitiv hier. Kann man wirklich nicht meckern. Mm.
Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was das hier ist. Ich bin das erste Mal hier gewesen. Ich habe ja auch nicht alle Videos gesehen. Beim Yugi, ja, muss man am besten machen. Und das sollte man auch mal reingucken. Erklärt sich vieles von selbst übrigens. Kann ich auch, stelle ich auch immer wieder fest. Habe ich das auch begriffen? Wenn ich die hochmache, die Schlange. Fahren wir jetzt dran vorbei, oder was? Einfach mal. Gibt es hier auch einen Trigger? Für mich jetzt als bin ich denn hier? Manchmal, wenn ich gegen den Tisch laufe. Jetzt ist die Schreibe offen. Aha, und wenn die offen ist. Kann ich mir doch eigentlich nur vorstellen, dass man hier irgendwo hingeht. Ihr seht, das ist noch nicht leicht für mich hier. Aber auch da muss ich sagen, wir sind hier oben. Fackelhaufen. Fackelhaufen. Hier muss ich jetzt. So. Da fahren wir hin. Da fahren wir hin. Ich mir schon gedacht. Muss ich jetzt mit Uwe was machen hier? Ja, Tatsache. Wunderbar. Ihr seht, wir müssen es ausprobieren. Immer wieder ausprobieren und dann kann man gucken, was losgeht, ja? So, jetzt denke ich mal, haben wir aber dann genug Geld auch zusammen und dann kommen wir mal wieder über einen Tag. So, ihr Leute, aber das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da oder ein Abo, wie auch immer. Kostet nichts, sagt der Yogi. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.